6.15, ein realitätsnahes Übungsszenario in der Nordwestschweiz und am Jura-Südfuss. Vom 16. bis 25. September 2015 führt die Territorialregion 2 eine Volltruppenübung mit 5000 Angehörigen der Armee durch. Das Ziel? Im Hinblick auf die Zusammenarbeit mit zivilen Partnern sollen die Abläufe bei der Bewachung von kritischen Infrastrukturen und bei der Unterstützung in den Bereichen Genie und Rettung eingeübt werden. Die Erwartungen an die IBCONEX sind, dass die Zusammenarbeit zivil-militär trainiert und gefestigt werden kann. Dass wir am Schluss Unterlagen und Grundlagen haben, falls es nötig ist und eine Krise da wäre, dass wir die kritische Infrastruktur miteinander gemeinsam identifizieren und gemeinsam Lösungen suchen können, dass wir in der Lage sind, wenn es nötig ist, die zu schützen, damit unser Alltag weiter funktionieren kann, wenn es schwierig wird. Als Symbol zum Auftakt der Übung bauen die Genietruppen bei Boningen an der Aare eine Stahlträgerbrücke. Beobachtungen und planerische Lösungen aus dem Vorfeld sorgen dafür, dass Probleme rasch und unkompliziert gelöst werden können. Die Bausapierkompanie 6-3, die ich hier führe, ist sensationell gut parat und seit 5 Jahren eingeschweißter Haufen. Deswegen können wir so ein Projekt realisieren, und zwar aus dem Stand am 3. WK-Tag. Das Problem ist, die ganzen Kräfte auf dem Platz zu koordinieren, damit man am Schluss das Ziel, die betriebsbereite Zeit, und die ist jetzt in dem Fall morgen 0400, einzuhalten. Wir sind der Wegbereiter für die Connex, damit die Truppe von Süd nach Nord in den Einsatzraum verschieben kann. Deswegen ist eben essentiell wichtig, dass wir unser Ziel erreichen können. Und das Ziel wird erreicht. Um 4 Uhr morgens haben die Genietruppen das Vorhaben erfolgreich umgesetzt. Pünktlich um 9 Uhr setzen dann die Truppen von Bern kommend in Richtung Solothurn über den Fluss. Ortswechsel von der Aare an den Rhein beim Basler Auhafen. Der Auhafen hier in Basel ist strategisch sehr ein wichtiges Objekt. Es ist eine kritische Infrastruktur schweizweit für Nachschub von verschiedenen Versorgungsklassen. Und darum ist das für uns sicher ganz ein wichtiger Auftrag, hier, die Infrastruktur zu schützen. Wir sind hier in Wangen an der Aar bei der Erdbebenübung von der Schweizer Armee und wir sind mit dem technischen Hilfswerk hier angefordert worden mit unserer Ortungskomponente. Meiner Meinung nach funktioniert die Zusammenarbeit hier bis jetzt sehr gut. Die Aufnahme ist sehr herzlich gewesen und für uns ist es sehr interessant. Im Ernstfall glaube ich schon, dass wir da auch eine gute Zusammenarbeit hinbekommen. Das THW hat ausgeprägte Mittel im Bereich jetzt von der Ortung. Hundeführer haben wir selbstverständlich auch in der Schweizer Armee. Es ging darum, dass wir die Zusammenarbeit Partner mit einem Partner, den man nicht kennt, den man sonst auch nicht so zusammen schafft, dass man hier die Schnittstellen schaffen können und eben auch sieht, wie funktioniert das. Von der Trümmeranlage in Wangen an der Aare geht es zum Universitätsspital Basel. Hier unterstützt das Spitalbataillon 75 das zivile Personal bei der Versorgung von Verletzten. Wie sieht hier der genaue Auftrag aus? Unsere Aufgabe ist, in dieser Krisensituation eine Notfallstation einrichten, um notfallmässig Patienten aufzunehmen und mit der Notfallversorgung zu starten. Das, was ich jetzt damit zu tun hatte, hat das sehr gut funktioniert, dass die Armee und das Universitätsspital Basel eigentlich sehr gut miteinander arbeiten könnt, arbeiten könnt. Also aus meiner Sicht ist die Übung bisher ein sehr guter Erfolg gewesen. Wir haben gelernt, mit den Zivilen zusammenzuarbeiten, was wir sonst nur bedingt machen können, und haben gute Resultate bekommen und sind sowohl von der Bevölkerung hier vor Ort als auch von den Patienten sehr gut angenommen worden in unserer Arbeit. Thank you.
Derweil in Biel-Bänken. Die Armee unterstützt das Grenzwachtkorps und überwacht die grüne Grenze zu Frankreich. Rund 100 Soldaten kontrollieren einen Abschnitt von 45 Kilometern im 24-Stunden-Betrieb. Die Armee unterstützt uns bei verschiedenen Sachen, vor allem natürlich im Sicherheitselement. Und man muss sich auch bewusst sein, eine solche Kontrolle rundum durch können wir mit einem normalen Bestand sonst gar nicht über so lange Zeit machen. Und das hat uns doch jetzt einmal eine einmalige Chance gegeben, ein grösseres Gebiet über längere Zeit zu beobachten und Erfahrungen zu sammeln. Und das werden wir jetzt auswerten. Also die Zusammenarbeit mit den Soldaten ist sehr gut. Wir haben fest, sie sind hoch motiviert. Es ist ein partnerschaftlicher Umgang und die Leute haben auch Freude an dieser Tätigkeit. Zum Abschluss der Übung findet in Zoffingen ein Defilé aller eingesetzten Truppen statt. Zeit für den Übungsleiter, Bilanz zu ziehen. Ich darf zurückschauen und sagen, es war ein Erfolg, die Übung. Ich habe sehr gute Resultate gesehen. Ich habe den Kommandanten auf allen Stufen gestern an der Schlussbesprechung gesagt, das Resultat ist sehr gut. Wir haben sehr viel profitiert von diesen Trainingsmöglichkeiten mit zivilen Behörden, mit Betreibern von Installationen, aber auch unter der Armee und mit der Kantonspolizei. Die Vision von der Territorialregion 2 heisst, dass Sicherheit verbindet, symbolisiert mit dem Kettenglied, das zwischen dem Kanton und dem Bund ist. Und das ist der Schlüssel zum Erfolg, dass man sich kennt, die Absprachen mit allen Partnern, zivile, private, öffentliche wie Polizei, die hat sehr gut funktioniert, müssen wir pflegen. Und das ist der grosse Erfolg von dieser Übung.